Durch deine Trigeminusneuralgie hast du wahnsinnige Schmerzen im Kiefer-Gesichtsbereich. Das schießt ein, das brennt, das ist wie elektrisierend. Dann helfen dir diese Übungen. Eine Trigeminusneuralgie ist alles andere als ein Spaziergang. Und ich durfte in meiner ganzen Praxiserfahrung viele Patienten begleiten und begleite sie heute noch, die Trigeminus-Probleme haben. Es gibt so ein paar Übungen, die für mich im Laufe der Jahre sehr, sehr wertvoll geworden sind und die möchte ich dir heute zeigen. Also, lass uns gerne starten und ich zeige dir die Übungen, die gegen deinen Trigeminusschmerz auch helfen können und das vor allem auch langfristig. Die erste Übung, die ich dir zeigen will, ist einfach eine Mobilisationsübung deines Kiefers. Es gibt verschiedene Übungen, die man lassen sollte, wenn man den Trigeminus wirklich gut behandeln will und verbessern will. Aber diese Übung ist genau das, was du brauchst zur Mobilisation. Der Trigeminus profitiert davon, wenn du Mobilisation machst, weil genau in diesem Gebiet ist seine Funktion, findet hier statt. Und er steuert den Kiefer an, dass wir ihn überhaupt bewegen können. Also lass uns da einfach mal drauf eingehen. Du nimmst eine aufrechte Position ein und dann schiebst du deinen Kiefer einfach nach hinten. Bitte achte darauf, dass wenig Abstand zwischen den Zähnen ist und dass du einfach nur so einen Abstand hast und dann nach hinten schiebst. Du musst wissen, viel Schieben nach hinten ist nicht möglich, anatomisch schon nicht, also verzweifle nicht an dieser Übung. Die andere Sache ist, die man machen kann, ist über seine Funktion, über den Geschmack der Zunge zu gehen. Hast du also jetzt ein rechtes Trigeminusproblem und du hast hier Schmerzen, dann gehst du über die rechte Zungenseite und aktivierst die Funktion des Schmeckens. Wie machen wir das? Ich zeige dir das. Du nimmst dir einfach ein wenig Zucker, okay? Zucker oder Salz, du könntest jetzt auch was anderes nehmen, aber das hat man handelsüblich einfach mal zu Hause. Leck dir einfach den Zeigefinger an, ist ja dein eigener. Nimm dir ein bisschen Zucker. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Zucker drauf. Jetzt strecke ich meine Zunge raus und nur auf der rechten Seite. Also wenn du jetzt links bei dir Probleme hast, dann bitte auf der linken Seite. Legst du und tupfst sozusagen den Zucker auf die Zunge. Dann nimmst du ihn rein und dann fängst du an zu schmecken und zwar intensiv. Du guckst einfach, was und wie intensiv schmeckst du. Du kannst das auch gerne mal vergleichen mit der anderen Seite, um einfach zu sehen, ob es vielleicht sogar sein kann, dass du auf der rechten Seite, wenn du hier Probleme hast, weniger schmeckst als auf der linken. Ich kann dir sagen, als Erfahrung ist es oftmals der Fall. Wenn das so ist und du sagst, ja, ich habe hier ein Defizit, ich schmecke nicht so intensiv wie auf meiner gesunden Seite, dann machst du genau das als Übung. Du nimmst dir immer wieder diesen Zucker auf die Zungenseite, da wo dein Nerv betroffen ist, nimmst es richtig rein und schmeckst. Du kannst auch gerne dazu mal ein Tagebuch schreiben und schreiben, okay, am Tag Nummer 1 habe ich ungefähr so und so geschmeckt, am Tag Nummer 5 schmecke ich ungefähr so und so in der Intensität. Damit du einfach siehst, wohin die Reise geht. Kann dir aber jetzt schon sagen, es wird dadurch besser. Du wirst besser schmecken können, wirst diesen Sinnesreiz verstärken und dadurch aber auch dein Trigeminus helfen können. Eine wunderbare andere Sache, die du machen kannst, ist einfach den Nerv selber zu mobilisieren. Wie kann man das machen? Indem man ihn einfach ein bisschen auf Dehnung bringt und dann ihn mobilisiert. Ganz einfach, was machst du? Du machst eine aufrechte Position deiner gesamten Wirbelsäule und deiner Halswirbelsäule. Ziehst also das Kinn hier ran. Wenn du auf der rechten Seite Probleme hast, musst du den Kopf nach links nehmen. Und jetzt gehst du einfach über eine Mundöffnung gleichzeitig mit einer Seitneige deines Mundes nach links in die Verlängerung des Nerves.
Das sieht vielleicht jetzt komisch aus, aber es ist genau das, was es braucht. Und so mobilisierst du deinen Nerv direkt. Und du musst dir ein bisschen vorstellen, wie man auch Muskeln dehnen kann. So kann man, wenn man besser von denen redet, wird es immer schwierig, aber so kann man auch den Nerv dehnen. Kann ihn also auf Länge bringen. Und genau das ist die Übung, dass du den Nerv hier auf Länge bringst. Und das sind mal einige sehr, sehr wertvolle Übungen, die du tun kannst, um gegen diesen akuten, schweren Trigeminusschmerz, der oft so eine Neuralgie ist, da auch dagegen vorzuwirken. Du sagst, Mensch Steffi, das ist echt nett, aber jetzt habe ich meine Beschwerden schon seit Jahren und versuche schon hin und her zu machen und verschiedene Übungen. Ich habe schon einige von dir ausprobiert, das hat aber nichts gebracht. Dann komm doch mal zu uns ins kostenlose Beratungsgespräch. Jeder ist individuell und du bist auch individuell. Und das, was ich natürlich zeige, ist halt sehr pauschalisiert. Das kann helfen schon als Anfang, muss aber nicht, denn wir müssen uns deinen Fall individuell anschauen und wir müssen die richtige Strategie für dich finden. Und deswegen bieten wir das an, komm ins Beratungsgespräch, wir nehmen uns Zeit, wir beraten dich umfassend und wir zeigen dir die Schritte, um am Ende wirklich langfristig in deine Beschwerdefreiheit zu kommen. Wir freuen uns auf dich.